Okay, herzlich willkommen zurück bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Herzlich willkommen zurück hier, Markus. Wie man sehen kann, er ist heute so ein bisschen urlaubsmäßig gekleidet. Genau. Aber wenn man hier auf den Tisch guckt, dann sieht man, es geht für uns jedenfalls noch nicht um Urlaub, aber um ein Unternehmen, was mit Urlaub zu tun hat, nämlich Holiday Check. Ja. Vielleicht, Markus, machen wir doch mal am Anfang eine ganz kurze Vorstellung und vielleicht gibst du uns gleich auch mal am Anfang so ein paar Eckdaten zu Umsatz, Gewinn, Marktkapitalisierung und Wachstum und so weiter. Ja? Okay, ja, hallo miteinander. Heute Holiday Check. Die Holiday Check ist in den 2000ern von der Firma gekauft worden, die schon an der Börse gelistet war, die Tomorrow Focus. Okay. Ein Unternehmen, aus der, wo der Hauptaktionär die Burda-Gruppe ist. Mhm. Ist nach wie vor so, auch heute in der Holiday Check, über 50% hält Burda. Okay. Und dann hat sich Tomorrow Focus irgendwann mal, das war dann quasi so ein Konglomerat an Online-Firmen, mhm. hat sich dann entschieden, komplett auf Holiday Check zu fokussieren und hat andere Dinge, die in der Tomorrow Focus waren, verkauft, mhm. zum Beispiel Elite Partners, ja. Und hat dann ein Rebranding gemacht und ist heute die Holiday Check. Okay. So, ein paar Eckdaten. Wir haben per heute eine Market Cap von 175 Millionen Euro. Mhm. Die Firma wird dieses Jahr roundabout 140 Millionen Umsatz machen. Okay. Wahrscheinlich, also die Zahlen kommen jetzt ja, für 2018, in den nächsten 2-3 Wochen. Aber wir reden dann wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 11 Millionen EBITDA plus. Okay. Das heißt, auch dieses Jahr operativ EBIT und Netto ins Plus gedreht. Okay. Wächst Double-Digit seit Jahren und will in den nächsten Jahren weiter zweistellig wachsen. Okay. Sehr spannendes Wachstumsunternehmen, interessante Bewertung, in keinster Weise bis jetzt gehypt und ein zwar auf der einen Seite extrem umkämpfter Markt, wie sich viele vorstellen können. Klar. Online-Reiseanbieter gibt es und gab es ja wie Sand am Meer. Ja, klar. Auf der anderen Seite aber auch ein sehr spannender Markt, wenn man weiß, wie man es macht. Und ich glaube, Holiday Check weiß das. Okay. Und ein Markt, der sich auch wahnsinnig differenziert zwischen Firmen, die es nicht schaffen und pleite gehen oder Probleme haben und Firmen, die aber sehr, sehr erfolgreich sind. Mhm. Stimmt, da gibt es ja so, um mal einige Beispiele zu nennen, so Booking.com oder Expedia, die sehr erfolgreich sind. Sehr erfolgreich. Sind, ja. Ja. Die ja, also Booking ist ja keine eigene Firma, gehört ja zu Priceline, glaube genau. ich. Aber dann wiederum, ja, man hört tatsächlich auch, ich habe mal von einem Freund von mir, der auch Kunden hat, die zum Beispiel bei ihm Werbung buchen und die leiden halt richtig, hat er mir erzählt, ja, weil es halt wirklich so ein umkämpfter Bereich ist und deswegen finde ich es umso wichtiger, gerade bei Holiday Check ist ja ein Unternehmen, was sich, glaube ich, zu 100% auf online konzentriert. Genau. Ja. Holiday Check macht nur online, mhm. Nur Dachkunden, wenn man an der Börse von Dach spricht. Ja. D steht für Deutschland, A für Österreich, CH für Schweiz. Okay. Also der deutschsprachige Raum. Okay. Ja. Und nischenmäßig, worauf spezialisieren Sie sich jetzt genau in diesem Bereich? Genau. Ein also, Urlaubsland oder einen Bereich oder? Also Holiday Check hat sich auf die Fahne geschrieben, eine bestimmte Nische zu bedienen. Okay. Ja? Und wir reden hier von bekannten Destinations. Ja. Nur Pauschalreisen. Okay. Keine Geschäftsreisen, keine Hotel-Onlys, sondern Pauschalreisen. Das heißt, wir sind hier in dem Bereich, wo man einen relativ sticky Kunden hat, der, wenn er einmal sowas dort bucht, dann wird er das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch wieder tun. Okay. Also in einem sehr speziellen Bereich. Okay. Pauschalreisen, also so eine Art All-Inclusive, irgendwie Familienurlaub, wo ich halt irgendwie Hotel, Flug irgendwie und keine Ahnung, noch irgendeine Tour mit den Kids, wahrscheinlich alles in einem
in einem Paket. Paket irgendwie buche, so für genau. 790 Euro oder was auch immer. Ja, oder auch exklusiver. Es gibt ja, ja. durchaus auch Pauschalreisen im exklusiven genau. Segment. Ja. ja. Genau das okay. ist ein Markt, der interessanterweise, und da kommen wir auf einen ganz lustigen Punkt, nur eine Online-Penetration per heute von genau. 30% hat. Genau. Ja, ja. Weil es ein Phänomen bei Urlaubsreisen gibt, das genau umgekehrt ist wie bei vielen anderen Dingen im Internet. Genau, das ist sogar ein Wort dafür. Irgendwie ja, hieß das? Prop das oder Bob? Ropo. Ropo. Ja. ja. Research Online, Purchase Offline. Okay. Ja. Das heißt, der Deutsche, und hier mhm. muss man wirklich sagen, der Deutsche, weil in anderen Ländern ist es anders, okay. Sucht sich seinen Urlaub im Internet, mhm. Schaut sich seine Pauschalreise, mhm. was er machen will, an und läuft dann ins Reisebüro ja. und bucht beim Reisebüroberater seines Vertrauens. Genau. Ja. ja. Wir haben bei uns ungefähr 18 Milliarden Euro Bookings im Jahr für Pauschalreisen. Insgesamt. Im Dachregion, ja. In der Dachregion. 18 ja. Milliarden, okay. Und davon eine Conversion Rate. Sorry, nicht eine Conversion Rate, sondern eine Online ja. Penetration von 32%. Okay. Ja. Und weil Holiday du meintest, Check, in anderen Ländern ist es anders, wie ist es da? Weit über 60. Also wenn du dir Scandi okay. anschaust. Also genau umgekehrt. Genau ja. umgekehrt, ja. Okay. Die Frage ist, woran liegt das? Vielleicht am deutschen WLAN oder so. ja, vielleicht tatsächlich. Ich meine, wer auf dem Land wohnt, der kann gar keinen Urlaub online ja, buchen. Ja, zum Beispiel. Oder du, oder wenn du halt irgendwie... Es ist ja auch immer, weiß ich noch, ganz am Anfang... Wobei ich nicht glaube, dass das der Hauptgrund nein, ist. Nein, glaube ich auch nicht. Aber es ist am Anfang tatsächlich so, wenn du zum ersten Mal einen Flug online buchst und du siehst dieses kleine Rädchen sich drehen und du hoffst nur so, ah, hoffentlich bricht die Seite nicht ab oder hoffentlich buchen die nicht doppelt ab. Also ich kann schon verstehen, warum man jetzt bei so einem Thema Urlaub irgendwie lieber dann nochmal zu jemand hingeht. Aber ja, ganz genau. Oder hat es andere Gründe? Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Ich glaube, ein Urlaub buchen ist für den Deutschen wahrscheinlich so mit das Emotionalste, was er im Jahr macht. Mhm. Urlaub ist eins der wichtigsten Kinder, ja. in Anführungszeichen, ja. Neben dem Auto. Und der Grund, warum, glaube ich, in Deutschland die Penetration Rate so niedrig ist online, die Leute haben aufgrund von schlechter Qualität der ganzen Reiseportale in der Vergangenheit zu wenig Vertrauen. Okay. Kriege ich das, was ich da online sehe? Kann ich mich darauf verlassen? Es gab ja auch Betrugsfälle ja. Von Firmen, die online vermittelt haben und dann war alles Schwindel. Ja? Ja. Die Kohle war weg. Also insgesamt das Vertrauen in Online-Portale war sicher in Deutschland nicht sehr hoch. Mhm. Und es ist ein wichtiger und emotionaler Vorgang für die Familie, den Urlaub zu buchen. Und dann verlässt man sich eben im Zweifel doch lieber auf den Bekannten, bei dem man schon 5 Urlaube im Reisebüro gebucht hat. Ja. So, und in diese Nische kommt jetzt Holiday Check und versucht über starken Content auf der Seite zum Beispiel. Wir reden mittlerweile von über 8,5 Millionen Bewertungen für über 300.000 Hotels. Okay. Das die heißt, auf der Seite von Holiday Check veröffentlicht wurden. Genau, von Urlaubern für Urlauber. Genau, okay. Ja, Holiday ja. Check hat sich auf die Fahnen geschrieben, mhm. der urlauberfreundlichste Online-Anbieter der Welt zu werden. Okay. Also durch vertrauenswürdigen Content auf der Seite die Leute davon zu überzeugen, dass man über Holiday Check sinnvoll seinen Urlaub buchen kann und vor allen Dingen zuverlässig. Ja. Ja? Mhm. Zusätzlich hat Holiday Check jetzt auch noch das Cruise, was ja ganz groß im Kommen ist für den ja. deutschen Urlauber. Also Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtreisen. Kreuzfahrtreisen. Die auch Pauschalreisen sich immer gut eignen eigentlich. Genau, ja. genau. Bieten sie jetzt auch an. Ist zwar ja. noch klein, aber wahrscheinlich in Zukunft stark wachsend. Mhm. Und man überlegt auch in Zukunft eventuell selbst ins Tour-Operator-Geschäft okay. mit einzusteigen. Aber das steht jetzt erstmal noch ganz ja. in den Anfängen. Weil, finde ich auch nochmal so einen interessanten Punkt. Gerade, wusste ich auch schon vorher, dass diese...
Penetration noch so gering ist in Deutschland. Ich hatte das, glaube ich, mal wegen Urlaubspirat oder irgendwas anderes nochmal auch schon mal, das war so der erste Schock erstmal, dass man so denkt, was, wirklich so wenige Leute buchen online? Und der zweite Punkt ist aber auch der, wo ich dann auch immer geschaut habe, weil im Gegensatz zu ja anderen Branchen und Nischen es auch nicht so irgendwie ist, dass der Preisunterschied so gravierend ist zwischen Online und Offline. Also, dass man tatsächlich auch im Reisebüro extrem gute Angebote immer noch bekommt. Ja? Und jetzt ist die spannende Frage, was, also du hast gerade den Content erwähnt, ja, dass also die Reviews immer wichtiger werden, klar, TripAdvisor und so weiter, alle gucken auf Bewertungen mittlerweile, wenn man irgendwo halt ist, man guckt auf die Google-Bewertungen und jeder setzt eben darauf, aber reicht das jetzt, um den Kunde wirklich in diesen Online-Bereich zu ziehen, oder glaubst du nicht, man müsste auch preislich einfach noch mehr rauskitzeln können, weil warum kann es jetzt so eine reine Online-Plattform nicht wesentlich günstiger anbieten als irgendwie ein Reisebüro? Naja, die Pakete verkaufen ja, ich sag jetzt mal als Beispiel, ein Anbieter wie TUI. Mhm. Ja? Ob TUI die jetzt übers Reisebüro oder über Holiday Check direkt verkauft, ich denke mal, da ist kein wahnsinnig großer Spielraum im Preis. Beide wollen ja was dran verdienen. Die ja, Sache aber, ist, wenn ich Vertrauen zu Holiday Check habe und mir im Internet zu Hause meinen Urlaub aussuche, dann spricht ja für mich auch nichts dagegen, ihn direkt über mein Notebook zu Hause oder über mein Tablet zu buchen. Ja. Der Grund, warum ich bis jetzt ins Reisebüro gehe, liegt ja eher darin, dass ich Zweifel dran habe, mache ich hier vielleicht irgendeinen groben Fehler, wenn ich übers Internet buche. Ja. Ich glaube, die Preisdifferenz ist hier nicht das Thema. Das Thema ist fehlendes Vertrauen oder Angst davor, über den Tisch gezogen zu werden oder was Falsches zu machen. Ja. Aber wie du vorher schon gesagt hast, wenn ich mal über die Holiday Check meinen Urlaub gebucht habe und ich habe gute Erfahrungen damit, dann bin ich wahrscheinlich auch in Zukunft ein wahnsinnig sticky Kunde, wie man in Englischen sagen würde. Ja, ja, bei mir ist es einfach bei Booking.com so, einfach weil du halt irgendwie, du hast halt eben genau das, was du halt normalerweise hast. Du hast zum Beispiel irgendein Problem wahrscheinlich im Urlaub und dann hast du irgendwie online mal gebucht gehabt und du hast auf einmal keinen Ansprechpartner mehr oder du bist in irgendeiner Call-Hotline und keiner kümmert sich mehr um dich, wohingegen du beim Reisebüro oder bei Neckermann irgendwo jemand noch anrufen kannst, der im Endeffekt dich so ein bisschen begleitet in der Reise. Ja? Und genau das Gleiche habe ich halt bei Booking.com, wenn da irgendwie ein Problem ist mit dem Hotel, dann rufe ich im Endeffekt, wenn ich das jetzt nicht mit dem Hotel direkt klären kann, dann rufe ich direkt bei Booking an oder sage denen das und dann habe ich immer das Gefühl, die kümmern sich sofort drum. Ja? Das hast du hier auch. Genau, und das ist halt eben, finde ich, so dieser maßgebliche Punkt. Und wenn man dann halt natürlich mehr Leute dahin ziehen kann, dann ist es natürlich vor allem deswegen interessant, finde ich, weil man ja immer bedenken muss, dass ansonsten diese, bei solchen Online-Anbietern die Marketingausgaben natürlich immens sind im Vergleich. Ja? Wenn man die, also wie meine Frage wäre sozusagen, wie kriege ich mehr Kunden, ohne immer sozusagen auch mehr in die Google-Maschinerie reinpumpen zu müssen. Ja, ja, genau. Also bis jetzt im letzten Geschäftsbericht hat man das gesehen, gibt Holiday Check ca. 50% der Umsätze für Marketing aus. Ja. Ja? Wobei man sagen muss, dass der Anteil, Google hat massiv die Preise erhöht, ja, was für viele Wettbewerber auch quasi ein Todesurteil war. Mhm. Und Holiday Check versucht natürlich den Anteil an bezahltem Google-Traffic auf ihrer Seite zu reduzieren. Okay. Und durch extrem starken Content auf ihrer Seite anderweitig Traffic zu generieren. Man darf auch nicht vergessen, durch die Burda-Gruppe hat Holiday Check natürlich einen extrem starken Partner, was Marketing angeht. Ja. Okay. Und gibt es denn noch jetzt, abgesehen von den Cruise-Geschichten und eventuell noch den eigenen Anbietern, oder den, dass sie halt wirklich komplett eine Tour selber anbieten, durchführen, gibt es denn dann noch irgendwie andere Geschäftssegmente aktuell, die Holiday Check hat? Sowas wie irgendwie, keine Ahnung, noch Autovermietung, ja, genau, oder Vermittlung, oder ist das wirklich jetzt rein der Urlaub?
Also Holiday Check hat noch zwei kleinere Geschäftsbereiche. Okay. Da gehört tatsächlich auch ein Bewertungsportal für Mietwagen dazu. Okay. Dann gehört Ihnen noch in Holland ein Unternehmen. Wir könnten uns aber vorstellen, das macht roundabout alles zusammen, was nicht mit Holiday Check direkt zu tun hat, macht ungefähr 10% vom Umsatz aus. Eher klein, und wir könnten uns vorstellen, wenn es dafür zu einem guten Preis einen Käufer gibt, dass dann die Non-Core-Aktivitäten auch eventuell verkauft werden. Okay. Okay, ja. Ja, vielleicht für dich mal so als Investment Case, so was kann denn so im schlechten und im guten Fall passieren jetzt, wenn du jetzt auf die Zahlen guckst, was jetzt zum Beispiel diesen Online-Anteil angeht. Also ich sag mal so, eigentlich ist ja Tourismus insgesamt auch ein wachsender Markt, aber jetzt gibt es auch immer wieder mal Probleme, ja. Auch 2019 ist ja bisher von der Aussicht her nicht unbedingt so gut, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch nur in diesem Dachbereich tätig ist, könnte ich mir vorstellen, gibt es natürlich da auch Risiken. Ja? Also alles mal irgendwie so in zwei schlechte Jahre irgendwie natürlich auch das Unternehmen in die Schieflage bringen könnten. Ja, ja, aber man muss ganz klar sagen, es gibt hier natürlich zwei Seiten, auf denen Holiday Check noch eine ganze Weile wachsen kann. Mhm. Erstens mal, wie wir vorher uns angeschaut haben, gibt es noch ein gigantisches Potenzial, die Conversion Rate zu erhöhen von Leuten, die tatsächlich dann auch ihren Urlaub buchen. Mhm. Und der Urlaubsmarkt insgesamt, wie du schon gesagt hast, wächst ja auch noch. Ja. Also ich denke, es ist schon ein plausibles Businessmodell, das über Jahre hinaus zweistellig weiter wachsen kann, mit kontinuierlich steigenden EBIT-Margen. Mhm. Ja. Man muss sich mal grob vorstellen, wir haben das mal ungefähr überschlagen, für jeden Euro neuen Umsatz, den Holiday Check im Moment generiert, auf bestehender Basis, müssten sie wahrscheinlich 75 Cent investieren, was dann in der 25% Marge enden würde. Das heißt, weiteres Wachstum sollte sehr positiv sich auf die Margen auswirken. Oder wenn Sie die Margen noch nicht unbedingt in die Richtung bringen wollen, kann das Unternehmen auch alles, was über einer bestimmten Marge ist, weiter in Wachstum investieren. Ja. Ja, also ja, zum Beispiel, dass sie jetzt einfach mehr von ihrer Provision abgeben und dadurch halt eben versuchen, vielleicht doch irgendwie preismäßig noch mehr Differenzierung zu schaffen oder andere Sachen, ja. Genau. So. Wird man sehen. Also gibt es ja immer unterschiedliche Strategien. Ja, also hart umkämpfter Markt. Hart umkämpfter Markt, ja. Aber in das, genau, was noch ganz wichtig ist, Management und die gesamten Mitarbeiter hoch incentiviert am Erfolg der Firma. Okay. Man hat das Gefühl, da ist eine richtige Unternehmenskultur, die dieses Wachstum für die nächsten Jahre auf der Agenda hat. Mhm. Jeder Mitarbeiter ist Aktionär der Firma. Okay. Gibt es in dieser Form auch nicht ganz oft und überall. Ja. Und das ganze Team macht einen hoch engagierten und motivierten Eindruck. Okay. Top-Management. Hast du auch selber schon mal irgendwie kennengelernt, also eine Vorstellung gesehen? Ja, genau. Und, okay. Alles klar. Jetzt war gerade der Capital Markets Day. Mhm. Ich denke, sehr, sehr interessant auf aktuellem Niveau. Wie sich jetzt abzeichnet, wird ja 2019 wahrscheinlich ein recht schwieriger Markt insgesamt für die Urlaubsbranche. Viele Firmen haben gewarnt. TUI kam mit einer Profit Warning. Ja. Thomas Cook hat eine Profit Warning gebracht. Mhm. Die Pre-Bookings für Sommer 2019 waren recht schwach. Ja. Was zum großen Teil auch dem massiven, unglaublichen Sommer 2018 geschuldet war und
der Tatsache, dass sich die Destinationen verschoben haben. Viele Leute fahren auch wieder in die Türkei, was ja ein paar Jahre lang jetzt nicht so angesagt war. Das heißt, wenn in den nächsten Monaten der ganze Sektor aus Sentimentgründen vielleicht nochmal underperformt, könnte das für diese Long-Term-Perspektive, die Holiday Check hat, ein interessanter Moment sein. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Was haltet ihr von Holiday Check? Habt ihr sie schon im Depot oder analysiert ihr noch? Oder seht ihr sogar große Risiken? Ich schaue jetzt auch nochmal hier auf ein paar Eckdaten und so. Ich meine, einerseits für ein Wachstumsunternehmen mit zweistelligem Wachstum trotzdem eine hohe Eigenkapitalquote. Ja, genau. Sehr, dann, über 80% Eigenkapitalquote. Ja. Es besteht vielleicht auf der Beteiligung in Holland, die ihre Eckdaten nicht ganz erreicht hat, ein kleines bisschen Abschreibungsbedarf im Worst Case auf den Goodwill. Ja. Aber insgesamt ändert es nichts an der gesunden Eigenkapitalstruktur. Ja, ja? Okay. Was für ein Wachstumsunternehmen in dieser Branche nicht immer der Fall ist. Ja. Ja, zumal vielleicht, wenn sie das sogar noch dann loswerden, die anderen Unternehmen zu einem guten Preis, dann ja, ist halt immer auch die Frage, also wie gut kennt das Management so diese ganzen Gegebenheiten des Online-Bereiches und fangen die dann nicht irgendwie an, sich zu verzetteln? Das ist ja das, was man immer bei ProSieben, finde ich, so schön sehen kann, dass die einfach irgendwie so irgendwas machen, um irgendwie in diesem ganzen Digitalbereich mitzumischen, kaufen irgendwelche Online-Stores oder Plattformen und Hauptsache, wir sind irgendwo dabei, habe ich immer den Eindruck, aber irgendwie so richtig so ein Konzept von wegen, wir machen jetzt das und zwar nur das und zwar richtig gut, so wie es irgendwie Netflix macht, ist immer schwierig, ja, also da bin ich, wäre ich auch, wenn ich jetzt das Unternehmen nochmal näher analysieren würde, auch sehr, sehr, sehr genau mir mal angucken, wer die Leute sind, die das Unternehmen führen, ja, weil das finde ich eigentlich immer extrem wichtig, aber ansonsten, ja, vielen Dank für die spannende Analyse, Markus vom Creating Alpha Fonds, und ansonsten schauen wir uns nochmal ein bisschen was in dem nicht ganz so schönen Bereich an, leider, wie Urlaub, nämlich wenn es um Krankheiten geht. Ja, das machen wir.